Hi und herzlich willkommen zurück bei Satisfactory. Ich habe beim letzten Mal irgendwas machen wollen und ich weiß leider gerade nicht mehr, was genau es war. Guck mal hier in die Sachen rein. Objektscanner, der braucht auch diese Teile, das weiß ich noch. Das war auf jeden Fall was ich machen wollte. Ich schicke das mal ab. Dann ist das schon mal geklärt. Aber irgendwo wollte ich etwas umbauen oder ändern und ich weiß nicht mehr genau, was das genau war. So, wir nehmen hier aber mal, ich glaube, ich nehme hier mal den Biofuel raus. Ja. Sehr gut. Den auch. Und wir setzen hier einmal einen neuen Container. Wo ist denn das? Organisation? Lagercontainer. So. Machen wir mal so. Zack. Geht da rein. Fertig. Dann ist das erstmal erledigt. Wir haben ein bisschen Biofuel. Da ist es. Ich gebe hier hinten gleich noch ein paar Blätter rein, wenn es geht. Habe ich noch ein bisschen Holz, habe ich noch. Und Blätter müsste ich auch noch haben. Ah, genau. Zack. Kannst hier ein bisschen weiter basteln. Und hier packe ich das rein, was wir noch übrig haben. Genau. Ja, was ich sagen wollte, es ist ein bisschen Zeit vergangen zwischen der letzten Aufnahme und dieser. Also nicht ewig Zeit, aber ich weiß nicht mehr genau. Ich steckte irgendwo beim letzten Mal fest und das Problem ist, wenn man respawnt, dann erscheint man immer wieder hier am Hub. Und ich weiß nicht, ach ja, genau, genau. Wir waren unten beim Umbauen und dafür brauchten wir Beton und so. Ich guck mal kurz mir diese Sprungflächen jetzt. Wir haben hier die entsprechenden Fundamente. Wir brauchen eigentlich nur Beton. Und Beton haben wir ja jetzt unten. Ich guck mal hier kurz nochmal rein. Okay, das ist alles gut. Genau, wir hatten hier die Sachen aufgesammelt. Ja, das war das Thema. So, dann laufe ich jetzt mal hier. Oh, ich kann hier nicht runterlaufen, weil mal wieder zu steil. Irgendwann muss ich diesen Pfeiler hier mal umsetzen. Der sieht nämlich, das sieht jetzt nicht so toll aus. So, dann rennen wir hier an der Seite runter, das geht. So, und schon sind wir hier angekommen und können weiter Fundamente setzen, beziehungsweise nehmen hier erstmal den Beton raus. So. Zack. Wir wollen am Ende so ein bisschen hier in die Richtung kommen, nach vorne, weil hier geht es etwas runter, hier flacht sich das Ganze etwas ab. Und das, hoppala, sollte unser Ziel sein. Genau, da oben. Hier passt es jetzt hoffentlich mit den Fundamenten. Genau, auch so ein bisschen drüber. Wir haben hier eine sehr schöne Fläche am Ende. Genau, hier drüben. Macht das mal hier trotzdem so, dann ist es ordentlich abgeschlossen. Auch wenn das hier ein paar Sachen verbraucht. Guck mal beim Thema Beton. Wo sehe ich das gerade? Ah ja, okay. Ich kann noch 10 Stück bauen also. Ah, da passt noch einer dazwischen. Wie viel haben wir jetzt noch? Mehr so viel. Okay, dann bauen wir hier vorne noch ein bisschen was. Und einer geht noch. Okay, zack. Fertig. Dann kommt man hier nämlich rauf und können wir hier unten später unsere Basis errichten. Noch ist das aber gerade nicht das wichtigste Thema. Sondern es geht jetzt eigentlich eher darum, dass ich oben die nächsten Projekte anfange und abschließe. Oder wir ziehen die Basis schon mal komplett nach unten um. Ich weiß nicht, ob das schon sinnvoll ist. Dazu bräuchten wir dann hier diese Dinger. Ne, das sind die Schmelzen noch. Ne, die sind Eisenbahnen. Okay, hier. Die Teile bräuchten wir, genau. Können aber... Achso, hier ist noch Biofuel drin. Den nehme ich mal raus. Das ist nämlich auch gleich voll. Und dann gucken wir mal, was wir hier im nächsten Step brauchen. Ach ja, wir brauchen den Weltraumbahnhof. Boah. Okay. Und wenn ich diese Teile bauen wollen würde...
bräuchte ich... Kann so eine Werkbank auch unten bauen. Kann ich da auch Sachen produzieren. Aber ich bräuchte vor allen Dingen hier den Constructor. Dazu brauche ich... diese Platten. Guck mal, ob ich noch eine kriege. Dann könnte ich nämlich drei Stück bauen. Wo sind die hin? Hier verstärkte Eisenplatte. Okay, brauche ich anscheinend noch ein paar Schrauben. Möchte aber vier vielleicht haben. So. So, jetzt passt es. Dann gucke ich gleich mal nach den Wänden. Produktion. Ne, Wände hier. So eine Wand kostet auch Eisenplatten und Beton. Weißt du, was wir jetzt mit runternehmen, sind vor allen Dingen Eisenplatten. So. Hiervon nehme ich trotzdem noch mal ein bisschen was mit. Oh, dann, und dann hier vor allen Dingen Eisenplatten. Zack, haben wir. Und gehen runter, bauen dann dort nämlich den Eingang von unserer neuen Basis. Mal aber ein bisschen nach hinten versetzen, glaube ich. Jetzt sieht man es hier schon ganz gut. Ah, oh, das ist doch gar nicht so klein, was wir hier bauen können. Hier an der Seite ein bisschen runterlaufen. Super. Nehmen wir hier mal wieder den Beton raus. Und jetzt würde ich aber mal kurz Fundamente das hier so ein bisschen umbauen. Dass wir hier noch eins haben zum Hochkommen. Also mal gucken. Drehen. Ah, zack, einfach das Mausrad nutzen. So simpel kann es sein. Auch weitere Fundamente. Mal hier noch zwei ran. Genau. Okay. Und jetzt fehlt mir schon der Beton. Das ist natürlich nicht so gut. Könnte dafür aber theoretisch hier hinten ein bisschen was abreißen, weil ich das gerade nicht alles brauche. Dann zwar ein bisschen doppelt. Genau, so, ich glaube, das passt erstmal. Nehme noch die beiden hier weg. Kann ich die vorne wieder hinsetzen. Fundament. Dass wir hier dann mit dem ersten Constructor vielleicht zumindest schon mal beginnen können. So, wenn das hier runterkommt, müsste eigentlich gehen. So, wenn wir jetzt hier die erste Wand setzen, guck mal kurz, Wände, nehmen wir hier Wand mit einem Förderband. Mal gucken, was ist innen, was ist außen. Das sieht man bei den Wänden immer so blöd. Also bei denen hier. Ich nehme erstmal Wand mit Tür mittig. Nehme erstmal hier so eine Wand. Okay, das ist innen. Und dann schnappe ich mir hier die Wand mit Förderband. Mal gucken. Okay, das ist also in. Super. So, hier neben brauche ich dann aber unbedingt noch ein Fundament. Kann ich mir noch eins leisten? Ach ja, das geht sogar ganz gut. Hier auch. Und hier passt es jetzt nicht mehr. Okay, ist nicht so schlimm. So, jetzt brauchen wir... wo ist das? Unter Produktion den Constructor. Wir drehen den mal, dass er richtig rum, ja, hier lang zeigt. Und dass er hier auch mittig drauf sitzt. Ist nicht so richtig mittig, oder? Das nicht gut sehen. Wir bauen ihn mal dahin. Och, das sieht eigentlich ganz gut aus. Jetzt könnte ich ihn hier mit so einem Förderband... Kann ich ihn anschließen? Okay, alles klar. Das würde funktionieren. Und wenn ich jetzt hier nämlich einen zweiten bauen würde, passt der daneben? Ein bisschen eng. Ah, okay. Okay. Müssen wir also schauen, wie wir das Ganze bauen. Können wir später auch nochmal überlegen. Letztendlich müssen wir hier aber das Zeug hinbringen und brauchen vielleicht noch ein bisschen andere Sachen. Oh Gott, das wird alles ziemlich haarig jetzt.
So, wir nehmen hier erstmal wieder den Beton raus. Den brauchen wir nämlich gleich eh. Und dann nutze ich hier mal unser Band zum Hochfahren. Das hat sich ja bewährt. Vielleicht sollte ich dann eben noch eins zum Runterfahren bauen. Gut. Hier hinten würde ja Eisen rauskommen. Da kommt Eisen raus. Auch relativ zügig. Das würde ich eigentlich schon ganz gern hier so belassen. Und nur die umbauen. Das heißt, ich schalte die am besten ab, oder? Jetzt die Eisenplattenteile. Die jetzt abbaue. Eins weg. Auch einer weg. Würde das ja von hier... hier lang gehen. Und dann irgendwo da hinten rumführen. Warte, das braucht ja unendlich, ist ja unendlich weit alles. Okay, bis hier geht's. Wäre es dann nicht sinnvoller, das da unten dann auch einzuschmelzen? Weiß ich nicht. Macht das Sinn? Oder sollte ich lieber die Rohstoffe hier hinbringen? So, das können wir jetzt erstmal abreißen. Das ist hier eh ein bisschen im Weg. So. Also, wie machen wir das? Lassen wir die hier verarbeiten oder lassen wir das unten machen? Ich würde fast sagen, wir lassen das hier verarbeiten. Wenn ich jetzt hier... ist da so ein Förderband noch rauf? Nee, ne? Könnte man doch aber auch irgendwie übereinander setzen. Kann ich das mit so einem Pole hier? Fördermast? Nee. Das heißt, ich könnte die so nach unten bauen... dass die unten geschmolzen werden. Das wäre auch eine Überlegung. Okay, also, wir machen es andersrum. Wir holen die Schmelzen auch nach unten. Okay, das macht jetzt nicht so viel Sinn, das hier alles wegzureißen. Eigentlich macht es nur Sinn, das Zeug einzusammeln. Lassen wir es von hier einfach weiterlaufen. Gucken, sieht das noch gut aus? Könnte auch einfach... kann ich das erhöhen? Drehen, Linie anschließen. Bauen. Ist gerade nicht erhöht, ne? Wie ist es bei dem Teil? Doch irgendwie hochführen. Ah. So würde das gehen, ja? Bei dem anderen dann nicht? Oh, zack. Das sieht doch ein bisschen cooler aus. Dann kommen wir hier nämlich rüber. Über diese Erhöhung. Führen das Ganze dann hier hin. Wo sind wir hier so? Auf der Höhe, okay. Führen das hier hin. Mal. Das kann ich nicht erhöhen hier. Ja. Okay. Dann geht es hier dran vorbei. Und läuft dann hier hin. Läuft hier rüber. Ah, das ist auch schlecht. Moment. Hier reißen wir es ab. Den reißen wir auch ab und setzen hier einfach so einen hin und erhöhen den ein bisschen. Zack. Können wir das da wieder ansetzen. Das sollte funktionieren, oder? Ja. Perfekt.
hier einer hin. Und von dort führt der jetzt hier entsprechend runter. Irgendwie so. Genau. Um hier entsprechend dann in den Krater reinzulaufen. Machen wir mal hier hin. Und schon hätten wir hier jetzt das entsprechende Zeug. Wahrscheinlich wäre es aber sinnvoll, wenn wir hier noch Fundamente setzen. Hoppala, das war nicht richtig. Also nochmal neu. Ah, und das passt jetzt nicht mehr. Genau, und hier müssten wir jetzt eigentlich diese Schmelzer noch setzen, oder? Wenn ich hier so einen Schmelzer hinsetze. Gehen ja eh da rein, oder? Mal kurz. Doch, das passt hier eigentlich. So, hier setze ich jetzt einen Schmelzer ran. Hier zwischen kommt das Förderband. Das müsste jetzt natürlich dann eher hier hingehen. Das heißt, das müssen wir nochmal abreißen. Und das Ganze eher, sagen wir mal, hier hinführen. Weil wir müssen uns noch eins verrutschen. Ja, vielleicht auch noch praktischer. Okay, das wird lustig. Aber so ist es halt am Anfang. Man muss es immer mal wieder abreißen und aufbauen, um zu lernen. Schmelzer weg. Und jetzt haben wir hier. Die Wand kommt eins nach hinten. Nur mal kurz gucken. Wir holen uns hier erstmal die Wand. Wandförderbänder. Ich glaube, das war dann hier, ne? Drehen. So. So, dann haben wir jetzt hier einen. Quatsch, nicht Energieproduktion, einen Schmelzer. Gut aus. Theoretisch könnte man den auch noch ein Stück näher ransetzen, oder? Machen wir es doch ganz perfekt heute mal. Ah, ist jetzt nur, glaube ich, ein Clip näher oder so, wenn überhaupt. Okay, ist egal. Hier hinten brauchen wir jetzt einen Aufteiler. Energie, Quatsch. Produktion, wo war denn das? Unter Logistik bestimmt, ja. Förderband Splitter. Rein, mehrere raus. Setz den mal hier hin. Genau. Und hier muss ja jetzt das Förderband ran. Müssen allerdings ein bisschen aufpassen, weil die Teile muss ich eigentlich hier einsammeln. Und die brauchen wir hier hinten eigentlich nicht. Und Gott sei Dank nicht allzu viele mehr. Weil hier soll ja eigentlich dann Erz hinlaufen. Und nicht das fertige Zeug. Super. Okay, aber von hier läuft es jetzt richtigerweise da rein. Ich? Ja, sieht gut aus. Okay. Und hier kommt dann das Teil hin. Okay, alles klar. Was mir noch nicht ganz gefällt, ist das hier. Eins zu weit vorne, zu weit hinten. Das heißt, wir machen das so. Wir gehen davon aus, dass hier der Splitter ist. So. Kann ich den hier eigentlich abreißen? Führe das Förderband nur von da nach hier. Und hier geht's rein. Okay. Ist doch das jetzt aber auch nicht korrekt. Denn hier, meine Güte. Der sitzt. Nein. Nein, 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 nein. Der Splitter, der muss direkt davor. So sollte es doch sein.
Moment. Hä? Doch, das passt. Gucken wir mal. Ja, das ist gerade. Allerdings da noch ein Stück zu weit. Wie gesagt, wenn es einmal passt, dann passt es beim nächsten Mal auch. Dann können wir die nämlich aneinander ausrichten. Zack. Da sieht es da wahrscheinlich ein bisschen besser. Genau, kann man noch rüber gucken. Perfekt. Und das geht jetzt aber da rein. So, haben wir. So. Hier kommt dann die zweite Wand quasi hin. Gucken wir mal. Wand. Förderband. So rum. Und hier draußen kommt auch hin ein Schmelzer. Produktion. Schmelzerei. Andere hier ausgewählt, ist aber nicht so schlimm. Das ist richtig rum. Ich glaube, so ist korrekt, ne? Sieht super aus. Perfekt. So, die Schmelzerei macht hier Eisen. Und die andere auch. Ja. Wir brauchen hier noch Förderband und wir brauchen vor allen Dingen auch Strom. Strommast, stellen wir den jetzt am besten hin. Das ist ja der mittige. Gehen wir mal hier ein. Und einer erstmal hier drauf. Verbinden das Ganze. Zack, eins. Zwei. Drei. Und dann noch von hier ein Strommast, der irgendwo wegen meiner hier an die Seite geht und dann dort nach oben verbindet. Passt? Passt. Sehr gut, damit sind die jetzt erstmal wieder drauf und wir müssen jetzt schauen, dass wir unser Band von oben befüllen und die ganze Basis umziehen. Juhu, das freut mich doch schon mal. Aber wie gesagt, ich glaube, der Krater hier unten, das ist schon ganz praktisch, da haben wir ein bisschen mehr Platz und können dann auch das Ganze nach oben hin aufstocken. So, hier geht das Band runter. Hier müssen wir jetzt gucken. Wird der hier aufgeteilt? Das ist nicht notwendig mehr. Das heißt, wir reißen den Kram hier weg. Und den auch. Das sind das hier auch gleich. So, und ziehen jetzt hier draus einfach das Förderband dahin. Und das geht daran. So, zack. Punkt 1 schon mal abgeschlossen. Laufen immer noch hier. Das läuft hier rein. Können wir auch abreißen. Guck mal, wie sieht es in unserem Inventar aus. Geht noch. Genau, das läuft ja jetzt derzeit hier rüber. Super. Auch eine Weile, um da runter zu laufen. Okay. Wir hätten hier noch das zweite Eisen, das dann auch darunter müsste. Meine Güte. Ich würde sagen, wir reißen hier mal alles ab gerade. Macht ja keinen Sinn, das hier ewig jetzt so zu lassen. Elzer, nochmal. Okay. Mal langsam aufpassen, dass wir die Sachen auch noch überhaupt aufnehmen können. Haben wir hier nämlich Probleme. Das sollten wir jetzt alles nicht abreißen oder nicht so viel. Genau. Und hier laufen die Sachen ja dann eben entsprechend in den Container, der aber auch schon voll ist. Genau, die beiden Sachen hier produzieren. Und wir müssten unten jetzt gucken, dass wir die inneren Sachen wieder aufbauen. Natürlich hier auch den Zugang einfach auf der anderen Seite machen können, aber hier die ganzen Bänder den Hang runterzuführen, ist, glaube ich, noch schwieriger. Hier haben wir jetzt zwei von denen. Und was wir brauchen, ist auf jeden Fall Beton, weil ich muss da noch ein paar von diesen Fundamenten setzen. Ach, meine Güte, schon wieder ein Umzug der Basis. Ah, okay, das passt jetzt hier nicht rein. Jetzt kann ich irgendwas loswerden? Ein Beton. Alles klar. Oh,
dann bauen wir hier noch ein paar Fundamente. Fundamente. Die. Zack. Hier gleich auch noch welche daneben. Da vorne was hin. Zack. Dann haben wir hier den einen. Bin mir halt nicht so sicher, ob ich die anderen dahinter kriege. Ich probiere es mal aus. Wir nehmen hier mal Produktion Constructor. Der so rum läuft. Hier aber gerade, der steht hier halt immer so ein bisschen über, ne? Falsch rum gebaut? Anscheinend. Na toll, auch das noch. Also nochmal. Constructor. So rum. Ist ja richtig. Eins. Zwei, drei. Gucken mal. Okay. Aber hier neben kriege ich den ja jetzt nicht ordentlich, weil dort ein Stück Platz bleiben müsste. Ja, genau. So kann ich sie zwar nebeneinander setzen. Sollte ich vielleicht lieber einen Platz lassen. Wir gucken mal kurz, ob das hier noch hinhaut. Das würde noch hinhauen, ist aber auch schon knapp. Okay. Und der soll jetzt hier Eisenplatten herstellen und dann stelle ich den einfach gerade mal auf Stangen. Die natürlich theoretisch schon mal arbeiten. Hier in der Mitte müsste jetzt ein Mast noch hinpassen. Genau. Stelle ich aber mal da hinten hin. Kann ich hier nämlich sogar noch durchlaufen. Verbinde einmal den. Einmal den. Und am besten noch den. So, die laufen wieder und jetzt müsste ja irgendwann hier mal Erz ankommen. Da oben kommt's. Super. Dann laufen die beiden wieder und wir erzeugen hier unseren ersten Kram hier unten. Ich kann mal schauen, ich kann ja jetzt hier schon Erz reinwerfen, oder? Ich habe doch Erz. Eisenerz. Dann werde ich doch hier schon mal ein bisschen was los. Ist doch viel cleverer. Hätte vielleicht noch cleverer erst hier unten was reinschmeißen sollen. Dann werde ich nämlich auch gleich die Teile los. Die Eisenbarren. So. Vielleicht noch besser aus. Hier drüben würde dann mal kurz Wände mit einer Tür links. Gucken wir mal, ob es die richtige ist. Ja. So. Dann haben wir hier nochmal, nur damit es einmal komplett ist und ihr euch ungefähr vorstellen könnt, wie das dann am Ende aussehen soll. Hier hätten wir die Tür. Wir können hier rein und raus laufen. Passt. Die Teile, die qualmen, sind jetzt draußen. So war es auch gedacht. Na, und dann müssen hier noch mehr hin. Ich würde auch mal gucken, ob wir hier noch... Ich würde eigentlich hier noch gerne einen dritten Constructor daneben setzen. Und dann erst eine Lücke machen. Schauen uns das mal kurz an. Constructor. Ist die Lücke, die groß genug ist? Ja. So, den verbinden wir auch. Sind das hier nämlich drei? Genau. Hier kommt noch eine Wand hin mit einem Durchlass. Wände. Förderband. Zack. Und hier draußen, ich würde es mal probieren. Ich setze mal hier einen Schmelzer ran. Ich will gucken, ob das von der Geschwindigkeit immer noch passen würde. So, hier passt der Schmelzer ran. Könnte ich das so rumbauen. Hätte hier auch wieder das Thema, dass der Schmelzer natürlich dann auch Strom braucht. Und hier aber jetzt erstmal Eisenbarren bitte. Und hier jetzt erstmal sagen... dass du Erz kriegst.
Und du kriegst hier schon mal Eisenplatten erstmal. Du kriegst hier die Teile. Gut, und dann müssen wir den auch noch anschließen. Okay, erledigt. Super. Hier würde dann eine Wand hinkommen. Wände. Vielleicht hier eine Tür. Das können wir ja später immer noch entscheiden. Und hier würde dann wieder das nächste für das Förderband kommen. Und dann brauchen wir hier unten wiederum weitere Fundamente, um das Ganze entsprechend in die anderen Richtungen zu bauen. Ja, gut, jetzt fehlt uns der Beton. Aber ihr versteht hoffentlich, was ich hier ungefähr mache. Und wir müssen gucken, ob hier am Ende genügend Sachen durchlaufen, ob das von der Geschwindigkeit hier passt mit dieser Aufteilung in drei Komponenten. Werden wir dann sehen. Produktion sieht hier aber nicht perfekt aus. Sieht man aber bei der Statistik dann erst später richtig. Ich würde aber sagen, wird gerade dunkel. Deswegen verabschiede ich mich hier mal. Und wir sehen uns in der nächsten Folge bei Satisfactory. Folge 7 sind wir, Folge 8. Also bis dann. Macht's gut.